بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. حياكم الله zur 31. Sitzung von بلوغ المرام من أدلة الأحكام von الحافظ ابن حجر العسقلاني rahimahullah. Und wir sind bei Kitab al-Tahara und das Unterkapitel ist Bab Qada al-Haja. Und wir lesen heute ab dem 80. Hadith, inshallah. Na'am, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد، فبأسانيدكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. نعم، أحسنت. اللعانين، هذا هو صحيح. نعم، das ist der 80. حديث، بارك الله فيكم. أبو هريرة، möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Haltet euch von den zwei Dingen fern, deren Täter verflucht ist. Derjenige, der seine Notdurft auf dem Gehweg der Leute erledigt oder auf ihren Schattenplätzen. Überliefert von Muslim. Abu Dawud fügte in einer anderen Überlieferung noch hinzu, indem er von Muaz überlieferte, und die Wasserstellen bzw. die Quellen. Also dieser Wortlaut, das ist ein Zusatz. Und Ahmed überlieferte über Ibn Abbas oder Wasserbächen. Und diese zwei sind beide, oder in diesen zwei Hinzufügungen ist Schwäche. Und At-Tabarani überlieferte das Verbot, die Notdurft unter Früchte bringende Bäume und am Ufer eines fließenden Flusses zu erledigen oder zu verrichten. Und dieser Hadith wurde von Ibn Umar mit einer schwachen Überlieferungskette überliefert. Na, kommen wir zu, das sind jetzt eigentlich, das ist ein Hadith, aber mit mehreren verschiedenen Wortlauten. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Diesen Hadith hat Abu Huraira, der edle Sahabi Abu Huraira, überliefert. Und Abu Huraira, sein Name, es wurde gesagt, sein Name ist Abdurrahman ibn Sakhar. Und es wurde gesagt, Abdullah ibn Amir. Und er hat mit 5734 Hadithen die mit Abstand meisten Hadithe überliefert. Und über ihn hatten wir schon öfters gesprochen. Es wurde gesagt, dass Abu Huraira im Jahre 58 oder 59 nach der Hijra verstorben ist. Und als Aisha radiallahu anha verstarb, hat Abu Huraira auf sie das Totengebet verrichtet. Der erste Hadith wurde von Muslim überliefert und die anderen von Abu Dawud, Ahmed und At-Tabarani. Von At-Tabarani in Al-Awsat. Wir gehen kurz auf die drei Hadithe ein, die nicht von Muslim überliefert wurden. Der Hadith bei Abu Dawud wurde über die Überlieferungskette von Abu Sa'id Al-Himyari über Mu'adh ibn Jabal überliefert. Und was hatten wir gelernt? Was macht Abu Dawud, wenn er einen Hadith überliefert? Er macht folgende Sache. Entweder eins oder zwei. Wenn der Hadith für ihn, also für Abu Dawud oder bei ihm,
richtig ist, beziehungsweise authentisch ist oder zumindest brauchbar und in Ordnung ist, was macht dann Abu Dawud? Yes, gut. Na, er schweigt. Er schweigt. Also wir merken uns, das Schweigen von Abu Dawud bedeutet, dass dieser Hadith für ihn gut ist, brauchbar ist. Wenn der Hadith aber eine klare Schwäche hat, dann schweigt er nicht, sondern er spricht. Und das hat er hier in diesem Fall wieder einmal getan. Und zwar Abu Dawud sagte über diesen Hadith, er sagte, dieser Hadith ist Mursal. Das bedeutet also, dass die Überlieferungskette unterbrochen ist. Und dieser Hadith zählt zu dem, was die Leute aus Ägypten alleine überliefert haben. Also nur die Leute aus Ägypten haben diesen Hadith überliefert, obwohl Mu'adh ibn Jabal sich in Bilad al-Sham, in Großsyrien, niedergelassen hatte. Okay, also Abu Dawud hat den Hadith überliefert und er hat auch sein Urteil abgegeben. Und das Urteil von Abu Dawud hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Genauso wie das Urteil der anderen großen Hadith, der Imame des Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith, oder zu dem nächsten Wortlaut, und zwar der Wortlaut von Ahmed. Dieser Hadith von Ahmed wurde über die Überlieferungskette von Ibn Lahia überliefert, der sagte, mir wurde über jemanden berichtet, der von Ibn Abbas hörte. Was bedeutet das automatisch? Oder wie reagiert der Schüler des Hadith, wenn er hört, mir wurde über jemanden berichtet? Mir wurde über jemanden berichtet. Wer ist dieser jemand? Ja, wir müssen wissen, wer ist dieser jemand? Dieser jemand ist unbekannt. Die Unbekanntheit wird bei den Hadith-Gelehrten nicht akzeptiert, Al-Jahala. Man muss wissen, wer ist der Überlieferer. Und man muss vieles über ihn wissen. Und hier in diesem Hadith sind mindestens zwei Schwächen. Die eine Schwäche ist, Ibn Lahia, der diesen Hadith überliefert hat. Ibn Lahia ist schwach, Abdullah Ibn Lahia. Seine Hadithe sind schwach. Und hinzu kommt, dass der Überlieferer, der diesen Hadith über Ibn Abbas überliefert hat, er ist unbekannt. Der zwischen Ibn Lahia und zwischen Ibn Abbas ist. Also dieser Hadith bei Ahmed ist ebenfalls schwach. Kommen wir zu dem dritten Wortlaut. Und zwar der Hadith bei At-Tabarani. Er wurde über die Überlieferungskette von Furad ibn As-Sa'ib, dieser über Maimun ibn Mihran über Ibn Umar überliefert. Und dieser Furad ibn As-Sa'ib, ihr seht das hier an der Tafel, er ist Matruk. Matruk bedeutet, er wird verworfen. Seine Hadithe werden nicht akzeptiert. Und At-Tabarani selbst hat auch darüber gesprochen. Er sagte, ihn, also diesen Hadith, hat nur Furad ibn As-Sa'ib über Maimun überliefert. Und Al-Hakam berichtete das alleine. Und Sheikh Abdullah Sa'd stufte die letzten drei Hadithe mit ihren Wortlauten als schwach ein. Aber wie gesagt, wir haben ja den ersten Hadith, der bei Muslim ist, und der ist authentisch, und um den geht es hauptsächlich. Okay, soweit die Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Kommen wir zu den Fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Aus diesem Hadith, ihr könnt mich hören, ja? Aus diesem Hadith entnimmt man, dass es verboten ist, dass es haram ist, die Notdurft an Orten zu verrichten, an denen die Menschen vorbeiziehen. Zum Beispiel, es gibt einen Weg, es gibt eine Straße, wo die Menschen kommen und gehen. Es ist haram, an so einem Ort die Notdurft zu verrichten. Erstens, wir merken uns das. Ebenfalls ist es verboten, die Notdurft an Wasserstellen zu verrichten. Zum Beispiel an einer Quelle oder an einem Fluss, wo die Menschen kommen, oder in einem Brunnen, wo die Menschen kommen und von dort oder aus diesem Wasser trinken sie, oder sie bringen ihr Vieh, ihre Tiere zu dieser Stelle, damit sie dort getränkt werden. Oder an Wasserbächen und Flüssen. Oder unter Pflanzen und Bäumen, wo sich die Menschen hinsetzen.
All das wurde in diesen Hadithen erwähnt, dass es verboten ist, haram, an solchen Orten die Notdurft zu verrichten. Warum? Das ist jetzt der zweite Nutzen aus diesem Hadith. All diese erwähnten Orte, die Flüsse, die Schattenplätze, die Wege, das sind Orte, die gehören zum Wohl der Menschen. Die Menschen, sie gehen an diesen Orten, sie gehen zu diesen Orten, sie lassen sich an diesen Orten nieder. Und deshalb dürfen diese Orte nicht beschmutzt werden. Der dritte Nutzen, was wir aus diesem Hadith entnehmen, die Nahrung und der Trank, das was, wie Wasser zum Beispiel, müssen respektiert und dürfen nicht erniedrigt oder beleidigt werden. Wie zum Beispiel Wasser. Wasser ist etwas Kostbares. Für viele Menschen auf der Welt ist Wasser etwas Seltenes. Ebenfalls Pflanzen und Bäume. Vielleicht in Deutschland oder in Europa merkt man das nicht. Aber es gibt viele Orte auf der Welt, an denen es kaum Pflanzen gibt, an denen es kaum Bäume gibt. Und dann an diesen Orten die Notdurft zu verrichten, ist nicht erlaubt, weil diese Stellen dann beschmutzt werden. Der vierte Nutzen, und das ist sehr wichtig, der vierte Nutzen, wer an solchen Orten die Notdurft verrichtet, zieht womöglicherweise den Fluch der Menschen auf sich. Und da muss man sehr aufpassen. Wenn man, vor allem wenn man draußen ist, man ist in der Wildnis oder unterwegs, dass man nicht die Notdurft neben Bäumen verrichtet oder an Orten oder am Weg, am Rand, wo die Menschen vorbeilaufen. Weil das dazu führen kann, wie in diesem Hadith erwähnt, dass man möglicherweise den Fluch der Menschen auf sich zieht. Und zum Fluch komme ich gleich. Und in einem Hadith heißt es, wer den Menschen in ihren Wegen Schaden zufügt, zieht ihren Fluch auf sich. Und das wurde von Tabarani überliefert. Und mit Fluch, und das ist jetzt fünftens, mit Fluch ist gemeint das Bittgebet. Und das Bittgebet, welches die Verbannung aus der Barmherzigkeit Allahs mit sich bringt. Yuqalu al-la'nu huwa at-tardu mir rahmatillah. Wenn du sagst, jemand ist verflucht, dann bedeutet das, dass er aus der Barmherzigkeit Allahs verbannt wurde. Und der sechste und vorletzte Nutzen, dieser Hadith deutet auf die vollständige islamische Gesetzgebung hin. Und die islamische Gesetzgebung hat nichts Gutes und nichts Schlechtes ausgelassen, außer dass sie erwähnt hat. Also alles, was gut ist, so wurde darauf hingewiesen. Alles, was schlecht ist, so wurde davor gewarnt. Und der siebte und letzte Nutzen, aus diesem Hadith entnimmt man, dass alles, was den Muslimen Schaden zufügt, so ist es verboten. So ist es haram. Und Allah Ta'ala sagt im Koran in Surat Al-Ahzab, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Und diejenigen, die den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen Leid zufügen für etwas, was sie nicht begangen haben, laden damit Verleumdung und offenkundige Sünde auf sich. Das einige Nutzen zu diesem Hadith. Kommen wir inshallah zum nächsten Hadith. Naam, iqra. قال المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. نعم احسنت. Der 81. حديث Jabir, und das ist Jabir ibn Abdullah,
möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, überlieferte, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Wenn zwei Männer ihre Notdurft erledigen, dann soll sich jeder von ihnen vor seinem Gefährten verbergen und sie sollen nicht miteinander reden, denn Allah hasst dies. Überliefert von Ibn As-Sakan und von ihm auch als authentisch eingestuft und ebenfalls von Ibn Al-Qattan als authentisch eingestuft. Ibn Hajar sagte, er ist fehlerhaft. Also der Hadith ist nicht authentisch. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Diesen Hadith hat Jabir ibn Abdullah al-Ansari überliefert. Und über Jabir hatten wir bereits im 44. Hadith ausführlich gesprochen. Und Jabir gehört zu den Mukthirin. Er gehört zu den Sahaba, die viele Hadithe überliefert haben. Ibn Hajar stufte diesen Hadith, wie hier in Bulugh al-Maram, als schwach ein. Und er erwähnte auch in einem anderen Buch, dass Ahmed, Yahya ibn Ma'in, al-Bukhari, al-Nasa'i, Abu Hatim und andere auf die Widersprüchlichkeit in diesem Hadith hingewiesen haben. Hinsichtlich der Überlieferungskette. Das habe ich jetzt nicht alles hier erwähnt, aber die Gelehrten haben ausführlich darüber gesprochen und darauf hingewiesen, dass es hierbei zu Widersprüchlichkeiten gekommen ist. Und in Tahdhib al-Tahdhib hat er das erwähnt. Und Sheikhuna, Sheikh Abdullah Sa'ad, sagte, die Überlieferung ist schwach und Ibn As-Sakan, der hier diesen Hadith überliefert und auch als authentisch eingestuft hat, dieser Ibn As-Sakan ist für seine Fahrlässigkeit hinsichtlich der Einstufungen der Hadithe bekannt. Und wir müssen uns vor Augen halten, es gibt drei verschiedene Methoden oder drei verschiedene Rechtsschulen bei den Hadith-Gelehrten hinsichtlich der Einstufung der Hadithe. Merkt euch das. Es gibt drei verschiedene Rechtsschulen. Die erste Rechtsschule ist die der Mutasahilin, also die derjenigen, die fahrlässig sind. Sie gehen etwas lockerer mit den Hadithen um und sie stufen sehr schnell Hadithe als authentisch ein. Dazu gehört zum Beispiel Ibn As-Sakan. Und auch einige der Zeitgenössischen gehören zu denen, vor allem einer der zeitgenössischen Gelehrten ist auch recht Mutasahil. Die zweite Madhab oder die zweite Rechtsschule ist Al-Mutashaddidun, diejenigen, die streng sind, die sehr streng sind. Dazu gehört zum Beispiel Abu Hatim. Abu Hatim al-Razi ist sehr, sehr streng. Und dieser Abu Hatim al-Razi, er hat zu Imam al-Shafi'i oder über Imam al-Shafi'i gesagt, Saduq. Er hat nicht gesagt, er ist vertrauenswürdig. Saduq. Saduq ist mehrere Stufen unter vertrauenswürdig. Er hat selbst zu Imam Muslim hat er gesagt, Saduq. Aber es ist wichtig zu wissen, dass dieser Abu Hatim al-Razi, er war natürlich einer der ganz großen Imame, er war streng. Er war streng. Das war seine Vorgehensweise. Und da darf man jetzt nicht kommen und seine Aussage alleine nehmen und sagen, guck, was er über Shafi'i gesagt hat, guck, was er über Muslim gesagt hat. Nein, er war so. Das war seine Vorgehensweise. Und es kam sehr selten vor, dass er über jemanden gesagt hat, Imam oder Fiqh. Naam, und die dritte Madhab, Rechtsschule, ist Al-Wasat, die Mitte, weder zu streng noch fahrlässig. Und das ist die Madhab von unter anderem Imam Ahmad und Imam Al-Bukhari und Imam Al-Tirmidhi und so weiter. Die großen Imame, die waren mehr in der Mitte. Nicht zu streng und nicht zu fahrlässig.
Hier, wir haben hier diesen Ibn As-Sakan. Dieser Ibn As-Sakan, sein Name ist Abu Ali Sa'id Ibn Uthman Ibn As-Sakan. Er verstarb im Jahre 353 nach der Hijra. Und er stammte ursprünglich aus Bagdad. Und dieser Ibn As-Sakan, er gehört zu den Imamen und zu den Hadith-Überlieferern, merkt euch das, die Sahih al-Bukhari überliefert haben. Sahih al-Bukhari wurde von vielen überliefert, aber es gibt einige bekannte Überlieferungen. Und eine der bekanntesten Überlieferungen ist Ibn As-Sakan über al-Farabri, über al-Bukhari. Imam al-Bukhari hatte viele Schüler. Er hatte sein Buch, sein Sahih-Buch, haben über 100.000 Menschen gehört. Über 100.000 Menschen haben Sahih al-Bukhari gehört. Aber einer der bekanntesten und einer derjenige, der am längsten gelebt hat nach al-Bukhari, weil er noch jung war, als er von al-Bukhari gehört hat, hieß al-Farabri. Dieser al-Farabri war noch ein kleiner Junge und sein Vater trug ihn auf seinen Schultern und brachte ihn zu al-Bukhari, obwohl er noch ein kleiner Junge war, und er hörte Sahih al-Bukhari von Imam al-Bukhari. Und dann hörte er ihn natürlich auch später von anderen A'imma. Dieser al-Farabri hat sehr lange gelebt. Und dieser al-Farabri hat al-Bukhari berichtet und Ibn As-Sakan, dieser Ibn As-Sakan, hat ihn gehört. Und dieser Ibn As-Sakan, er war der Erste, der Sahih al-Bukhari nach Ägypten gebracht hat. Was bedeutet Ägypten, wenn wir über Ägypten sprechen? Das bedeutet Afrika. Also er hat Sahih al-Bukhari, er war der Erste, der Sahih al-Bukhari auf das afrikanische Kontinent gebracht hat. Und von dort aus, wohin ist es dann gelangt von Ägypten aus? Wenn jetzt ein Hadith oder ein Überlieferer oder ein Buch früher nach Ägypten gekommen ist, dann war der Weg frei um, wohin? Ja, wer weiß das? Genau, Maghrib. Ja, früher dann ins heutige, ins sogenannte Maghrib. Und mit Maghrib ist gemeint Algerien, Marokko und dann folgt Andalusien. Und Andalusien war damals ein Zentrum des Wissens. Und vor allem dann zu seiner Blütezeit war das ein Land mit vielen Gelehrten. Und dieser Ibn As-Sakan hat Bukhari nach Ägypten gebracht. Und dann wurde es von Ägypten aus bis nach Al-Maghrib und so weiter gebracht. Na, jetzt kommen wir hier zu dem anderen, der diesen Hadith ebenfalls als authentisch eingestuft hatte. Das ist Ibn al-Qattan. Man darf ihn nicht verwechseln mit Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Das ist ein anderer. Das ist der, das ist einer der A'imma, der Tabi'un. Dieser Ibn al-Qattan, der hier erwähnt wurde, das ist Abu al-Hasan Ali Ibn al-Qattan al-Fasi. Die Marokkaner unter uns, die wissen, was mit Fas gemeint ist. Fas ist eine der ältesten marokkanischen Städte im Norden Marokkos. Al-Fasi, Muma al-Farsi, Fasi, im Atlasgebirge. Und diese Stadt Al-Fas, sie war früher ein großes Zentrum, des Wissens gewesen. Und dieser Ibn Qattan, ursprünglich stammte er aus Qurtuba. Also aus Andalusien, aber er ließ sich in Fes im heutigen Marokko nieder. Und deswegen, er ist bekannt als Ibn al-Qattan al-Fasi. Und er lebte ungefähr im 6. Jahrhundert nach der Hijra. Er starb im Jahre 628 nach der Hijra und gehörte zu den Muhaddithun, zu den Hadith-Gelehrten seiner Zeit. Na, kommen wir zu den, wie gesagt, aber dieser Hadith hier, der ist nicht authentisch und wurde von den meisten früheren Hadith-Gelehrten als schwach eingestuft. Kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Wir entnehmen aus diesem Hadith, dass es verpflichtend ist, sich während der Notdurft zu verbergen. Erstens. Zweitens, es wurden hier in diesem Hadith zwei Männer genannt.
إذا تغوط الرجلان, wenn zwei Männer die Notdurft verrichten. Das ist eine Uslub, also eine Vorgehensweise in der arabischen Sprache. Das bedeutet aber nicht, dass damit nur zwei Männer genannt sind. Das nennt man Tagliben, Zikru Rajuli Tagliben. Also der Mann wird genannt, weil das meistens oder oft der Fall ist oder als Beispiel genannt wird. Aber es ist natürlich, man darf jetzt nicht kommen und sagen, ja, das ist ja nur auf den Mann beschränkt. Nein. Und in vielen Versen, wenn Allah zum Beispiel sagt, die Gläubigen, damit sind dann auch die Frauen, im Arabischen heißt es Al-Mu'minun, also die gläubigen Männer, damit sind aber nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen gemeint. Und es wurden also hier in diesem Hadith zwei Männer genannt, aber dieses Urteil gilt auch für Frauen. Vielmehr ist es sogar noch bei Frauen noch erforderlicher als bei Männern. Und der dritte Nutzen aus diesem Hadith, der dritte wissenschaftliche Nutzen, es ist verboten, während der Verrichtung der Notdurft zu sprechen, da dies auf die Schamlosigkeit hindeutet. Und es wurde sogar überliefert, dass ein Mann den Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, grüßte, während dieser die Notdurft verrichtete. Und der Prophet, alaihissalatu wassalam, erwiderte den Gruß nicht. Und dieser Hadith wurde von Ibn Umar überliefert und er ist in Sahih al-Bukhari verzeichnet. Der vierte Nutzen, sich nicht daran zu halten, also dass man trotzdem während der Notdurft spricht oder dass man sich entblößt und sich nicht verbirgt, das zieht den Hass Allahs mit sich, al-Maqt. Auf Arabisch heißt es Al-Maqtu hier. Das zieht den Hass Allahs mit sich. Und wenn Allah etwas verabscheut oder hasst, dann deutet das darauf hin, dass dies eine schlechte Tat ist. Denn Allah hasst die schlechten Taten. Und dieser Hadith ist ein Beweis für das göttliche Attribut des Hassens. Dass Allah also, genauso wie Allah Sachen liebt, Al-Mahabba, oder Al-Hub, genauso, also Al-Mahabba ist eine göttliche Eigenschaft, eine Sifa. Wir sagen, Allah liebt. Genauso ist es mit dem Hassen. Wir sagen, Allah hasst Sachen, Allah verabscheut Sachen. Und das ist ein göttliches Attribut. Und die göttlichen Attribute werden bestätigt. Al-Sunnah wal-Jama'a, sie bestätigen die göttlichen Attribute, die im Koran oder in der authentischen Sunna erwähnt wurden, und sie bestätigen sie, ohne sie zu vergleichen, ohne zu sagen, der Hass Allahs oder dieses Attribut des Hassens ist so wie bei den Menschen. Nein, wir vergleichen das nicht. Ohne dass sie geleugnet werden oder ohne dass sie uminterpretiert werden oder dass sie vergleichen, leugnen und uminterpretieren. Hier, das mit Vergleichen habe ich zweimal geschrieben. Na, und das ist die Vorgehensweise von Ahl-Sunnah al-Jama'ah. Und über diese Thematik, sprich also die Attribute von Allah und wie man damit umgeht, darüber hatte ich in Kitab al-Tawhid von Ibn Khuzaimah damals in den Vortragsreihen ausführlich gesprochen. Na, das soweit zu dem heutigen Unterricht und zu diesen Hadithen. Hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammad.